Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, aus gegebenen Anlass, da ja doch einige Kommentare unter meinem Video waren und die Sache ja auch weiter aufgebauscht wird und ich habe natürlich auf die Kommentare geantwortet, ich möchte aber ganz gerne hier im Video auch nochmal darauf antworten und möchte nochmal einiges differenzieren zu dieser Geschichte, ja. Ich denke, wir steigen mal ein mit der Stellungnahme vom Club Nummer 12. Ja, Club Nummer 12 solltet ihr kennen als Bayern-Fan, ja. Ich lese euch das Ganze einmal vor. Stellungnahme zu den Vorkommnissen in Sinsheim. Servus. Zu den Vorkommnissen beim gestrigen Spiel in Sinsheim nehmen wir Volksstellung. Der Club Nummer 12 versteht sich als die Vereinigung der aktiven Bayern-Fans. An dieser Stelle der Vollständigkeit halber noch einmal, der Club Nummer 12 distanziert sich ausdrücklich von jeder Form von Rassismus, Sexismus, Homophobie und Diskriminierung. Die optischen Aktionen des Club Nummer 12 haben sich beim gestrigen Auswärtsspiel auf die Choreografie zum 120. Geburtstag beschränkt. Die gezeigten Spruchbänder stammen nicht vom Club Nummer 12, der Club Nummer 12 distanziert sich von den gezeigten Beleidigungen. Die anschließende Reaktion, hässliche Fratze des Fußballs, Tag X und so weiter, sind allerdings übertrieben und unglaubwürdig. Bei fast jedem Spiel in der Bundesliga und auch weit darunter gibt es Spruchbänder und Banner, oft genug leider mit beleidigendem Inhalt. Auch die persönliche Meinungsäußerung vieler Stadionbesucher zeichnet sich nicht selten durch Beleidigungen aus. Solche Beleidigungen werden im Fußballtag als selbstverständlich hingenommen und sind bei fast jedem Fußballspiel präsent. Zum Beispiel wird Timo Werner nicht selten als Hurensohn besungen, BVB Hurensöhne erklingen an fast jedem Spieltag. Das ist selbstverständlich kein Freifahrtschein für Beleidigungen aller Art, aber eben wichtig für die Gesamtbetrachtung. Es ist aus unserer Sicht durchaus zu hinterfragen, aus welchen Gründen nun aufgrund Beleidigung einer einzelnen Person Exempel statuiert und sogar die vom DFB noch vor wenigen Monaten aufgehobenen Kollektivstrafen wieder eingeführt werden. Dortmunder Fans sind für mindestens 2 Jahre aus Hoffenheim verbannt. Gerade in den letzten Wochen hätte es genug rassistische und sexistische Vorfälle in deutschen Fußballstadien gegeben, bei denen man ein Exempel hätte statuieren können. Man denke etwa an die Beleidigung von Torunariga beim DFB-Pokalspiel Schalke gegen Hertha oder von Quadwo in Münster. In beiden Fällen gab es aber gerade keine Spielunterbrechung, auf Schalke noch nicht einmal eine Stadiondurchsage. Wenn es aber um einen Metzen geht, dessen Unternehmen rein zufällig auch noch ein wichtiger und finanzstarker Partner des DFB ist, soll nun eine Grenze überschritten sein. Sollten DFB und DFL künftig mit gleicher Konsequenz gegen jedwedige diskriminierende, beleidigende, rassistische, homophobe, antisemitische und sexistische Äußerungen vorgehen, hätte der gestrige Tag neben dem fantastischen Fußball unserer Mannschaft in den ersten 75 Minuten einen weiteren positiven Aspekt. Ja, erstmal, ich bin auch seit etlichen Jahren Club Nummer 12 Mitglied. Ja, Teile der Stellungnahme finde ich gut. Teile der Stellungnahme sind absoluter Schwachsinn in meinen Augen. Ich denke auch, man muss da mal ein bisschen differenzieren bei den Themen. Ja? Wir gehen gleich nochmal hier auf das Ding drauf ein. Weil gerade jetzt auch die Kommentare, wo ich auch mal ganz kurz drauf eingehe, ich blende euch die auch mal ein. Fraser Island zum Beispiel. Ich habe mich gestern von der Empörungswelle etwas mitreißen lassen. Nachdem ich die Erklärung gelesen habe, sehe ich es anders. Die Heuchelei auch heute im Assi-Talk. Doppelpass ist enorm. Doppelpass habe ich nicht gesehen, kann nichts zu sagen. Schmähgesänge und Beleidigungen gab es immer und wird es immer geben. Und wenn jedes Mal, wenn ein BVB Hüso oder Timo Werner gesungen wird, Spielabbruch und Strafanzeige und Steinverbot kommt, dann viel Spaß. Was auch komplett vergessen wird, sind Hops Maßnahmen mit Schallkanonen und so weiter. Gehe ich gleich drauf ein. Ich hatte da schon drauf geantwortet. Bin ich ganz bei dir mit diesem Satz. Der war ja, ist ja also auch in der Stellungnahme drin. Allerdings muss man da mal ganz klar unterscheiden. Ja. Mein Vater stand in der Kurve. Er hat sich mit zwei von denen unterhalten und gefragt, was das Ganze soll. Warum sie die gute Stimmung versauen. Die meinten nur, er soll heimgehen. Einige im Block haben auch gegen diese Ultras gesungen, ging aber unter. Ja. Das sagt schon alles aus. Ich sehe das Ganze nicht so einfach. Wenn man, dann muss man geschlossen als Gruppe eingreifen und die Banner entfernen, dass da keiner alleine hingeht und denen das Banner aus der Hand reißt, kann ich vollkommen verstehen. Kann ich auch vollkommen verstehen, keine Frage.
Das Problem ist aber selbst als Gruppe, dass das Ganze eskalieren könnte und es zu Handgreiflichkeiten kommen könnte. Ich finde es wirklich schwierig, in dieser Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Bin ich ganz bei dir? Am besten wäre es, wenn die Banner gar nicht ins Stadion kommen. Ich weiß auch nicht, ob man das Ganze im TV zeigen muss. Man schenkt diesen Chaoten dadurch noch mehr Aufmerksamkeit. Andererseits muss man sich ja damit auseinandersetzen. Dauerkarten entziehen und Stadionverbot. Naja, schwieriges Thema. Vollkommen richtig, sehr schwieriges Thema. Wie ich schon in meinem Video sagte und wie ich auch hier geantwortet habe, das richtige Verhalten ist im Nachhinein, ja, immer im Nachhinein kann man immer das richtige Verhalten rauskristallisieren, was natürlich in die Situation was ganz anderes ist. Aber schön zu sehen wäre gewesen, dass sich die Kurve geleert hätte, dass wirklich nur die Minderheit da gestanden hätte mit dem Banner und hätte, ja, da feiern können. Da hätten wir mal gesehen, um wie viele Leute es wirklich geht. Und gerade der Club Nummer 12 hier stellt sich immer so als der Oberdachverband der Bayern-Fans da. Wie gesagt, ich unterstütze die Jungs auch durch meine Mitgliedschaft. Ja, da hätte ich mir ein bisschen Initiative erwünscht und ich denke, das hätte man umsetzen können, ja? Dass die Leute da rausgegangen wären. Erst recht, nachdem eh kein Fußball mehr gespielt wurde, ja. Spätestens da, es war genug Zeit bei der Spielunterbrechung und spätestens da hätte man sagen können, komm, wir verlassen die Kurve und lassen diese Idioten hier alleine. Klar, wäre schön gewesen, wenn das da passiert wäre, wo die Banner gekommen wären, aber spätestens da hätte sowas passieren können, wenn nicht müssen, in meinen Augen. Weil da gibt es kein Argument mehr zu sagen, ja, ich muss das sehen, was auf dem Rasen passiert, weil es ist nichts mehr passiert. Ja, hier bin ich natürlich schon in der Diskussion, das muss ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Ich fange mal hier an, denen geht es nur um sich als Ultragruppen, einzige Selbstinszenierung ist das, denen geht es immer nur um sich und wie toll sie sind. Kannst dich an unseren Mainz-Ausflug erinnern, ja, ist mein Schwager, deswegen spricht er mich so an, nur mal so als Info. Da hatten wir das Thema schon, aber zum Spiel Top-Leistung, ja, zum Spiel ist alles gesagt. Ja, der letzte noch, schmeißt diese Vollidioten aus dem Verein. Mobbing ist zum Volkssport in unserer Gesellschaft geworden. Harte Strafen gegen diese Idioten. Ich habe geheult an unserem Präsidenten. Kündigt den Arschlöchern die Mitgliedschaft und verhängt lebenslanges Stadionverbot. Hass ist keine Lösung. Klare Worte von vielen Leuten. Klare Worte auch von mir. Ja. In meinen Augen erstmal, es war ja noch der Kommentar von der Mara, der mittlerweile weg ist, von wegen, dass sie das nicht so versteht, dass ich gesagt habe, ich schäme mich, ein Bayern-Fan zu sein oder ich schäme mich für meinen Verein. Das war mein Gefühl beim Spiel. Ich habe mich geschämt. Ja. Ich habe mich nicht für das Verhalten der Offiziellen geschämt oder ich habe mich dafür geschämt, dass ich Teil dieser Fans bin, der da in der Kurve steht. Ja. Wie ich schon sagte, ich bin bei jedem Spiel, wo ich bin, wenn ich in München bin oder auswärts, ja, bin ich mittendrin, anstatt nur dabei, ja. Ich singe alles mit, ich gebe 110%. Und deswegen sehe ich mich auch als Teil. Und ja, es ist ein Witz, dass so eine Gruppierung uns Bayern-Fans da so aussehen lässt. Und wie ich schon sagte, das hat nichts mit Verein unterstützen, mit Vereinsliebe, mit Münchenliebe, mit sonst irgendwas zu tun. Man hat den Verein geschadet. Ja, Fakt. Man hat den Verein geschadet mit dieser Aktion. Warum diese Aktion? Um das vielleicht mal aufzuklären für die, die das nicht so wissen. Diese Aktion ist eine Kooperation aller Ultras. War ja in Berlin, ich weiß nicht, wo es sonst noch überall war, genauso. Warum dieses ganze Gedöns? Weil Dortmunder kollektiv bestraft wurden, weil sie diese Hassbanner... Es hat ja damals alles angefangen mit den Dortmundern. Ja, Dortmunder sind ja da so steil gegangen. Gegen Hoffenheim, gegen Herrn Hopp. Wie gesagt, ich halte von dem Konstrukt auch nichts. Der ist für mich auch... Hat der Verein in der Bundesliga nichts zu suchen. Ja. Das ist aber auch der DFB schuld, der das so... Das war ja auch mehr so eine Schmuaktion. Ja, man darf ja kein 50... es darf ja keiner einen Club besitzen in Deutschland. Hannover ist genauso so ein Ding am Rande. Und Hoffenheim, ja,
Er hat das Stadion gebaut, er hat das Dingens gebaut, er hat da so viel Geld geflossen. Das ist ein Witz. Ja, das ist ein Witz, dass dieser Verein in der ersten Liga spielt. Das ist mal ganz klar zu sagen. Der hat absolut nichts in der Bundesliga zu suchen. Er hat sich nichts erarbeitet, es ist nichts entstanden. Es ist ein reiner Kaufclub. Natürlich, ja, mittlerweile sind sie unabhängig. Mittlerweile bilden sie Spieler aus, hin und her, alles gut. Kann man gutheißen, nicht gutheißen. Nichtsdestotrotz hat dieser Club in der Bundesliga nichts zu suchen. Nicht auf diesem Weg, wie er in die Bundesliga gekommen ist. Das ist er nur durch Geld, durch das Geld von Dietmar Hopp. Es steht nur das Stadion da, weil er das Stadion bezahlt hat und so weiter und so fort. Da bin ich genauso gegen wie jeder andere, ja, wie jeder Ultra sonst was. Ich kann diesen Verein, was das anbelangt, nicht ab. Ja? Deswegen natürlich Herrn Hopp da als Feindbild hinzustellen, ist was ganz anderes. Geht nicht, wenn man sich mit der Person mal beschäftigt. Beschäftigt euch gerne mal mit dieser Person. Dann wisst ihr, was der allein an Geld für gemeinnützige Zwecke, für Krebsforschung, für sonst was investiert hat. Ich denke, da gibt es mindestens 90% der Leute, die so viel Geld haben, die halt einfach gar nichts Gutes damit tun. Und das tut er. Ja, wie gesagt, für mich hat dieser Club, ist er auch komplett unsympathisch, hat in der Bundesliga nichts zu suchen. Aber da so ein Feindbild Hopp aufzuziehen, was von den BVB-Ultras kommt, ja, das nochmal ganz klar zu sagen. Da kommt diese ganze Chose her. Und dass dann die Solidarität unter Ultras, was ist erstmal eine gute Sache, ja, dass man bei so gewissen Themen sich zusammen eine Front bildet gegen den DFB und so weiter. Aber wenn eine Sache, ja, die Dortmunder Ultras selber schuld sind, ja, dann damit endet, dass unsere Ultras sich so verhalten und unserem Verein schaden. Ja, Leute, packt euch am Kopf, Alter. Ja, keine Ahnung. Was wollt ihr? Wollt ihr sagen, ihr seid Bayern-Fans? Ihr tut das Beste für unseren Verein? Ja? Ihr tut einen Scheißdreck, Alter. Ihr tut echt einen Scheißdreck, um das mal klar zu sagen. Lächerlich. Absolut lächerlich. Ja, das ist so, keine Ahnung. Ja, wir solidarisieren uns mal, weil, ja, keine Ahnung. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele von den Idioten noch nicht mal wissen, warum sie da so ein Banner hissen. Ja, ganz ehrlich, sag ich euch, wie es ist. Wahrscheinlich wird es sogar so sein. Trauerspiel. Trauerspiel hat für mich nichts mit unserem Verein zu tun. Wenn die Dortmunder da so ein Problem haben, sollen die Dortmunder ihren Scheiß selber lösen. Ja, mal ganz ehrlich. Warum denn Herr Hopp da so hingestellt wird, wie er hingestellt wird, ist, ja, weil er jetzt für Kollektivstrafen steht. Worüber regen sich die Ultras immer auf? Über Kollektivstrafen. Ja, es gibt viele Leute, die Stadionverbot haben, obwohl sie nichts dafür können, weil sie einfach in dieser Gruppierung sind, in dieser Gruppierung einfach dabei standen, wo irgendwas passiert ist, ja. Und dadurch haben viele Leute halt ein Stadionverbot, obwohl sie nichts dafür können, obwohl sie gar nichts getan haben. Klar ist das scheiße, ja, keine Frage. Da gab es ja dann auch lange Diskussionen, Gesprächsrunden mit dem DFB, Blasels hin und her mit den Ultras und hast du nicht gesehen. Und da wurde ja dann auch irgendwas wahrscheinlich beschlossen, vereinbart und das wurde dann über den Haufen geworfen, halt durch diese Kollektivstrafe für die Dortmunder Ultras. Ja, dass sie halt, oder halt dann für alle Dortmunder Fans, was natürlich auch ein bisschen assi ist, dass sie halt 2 Jahre nicht nach Sinsheim dürfen. So, und deswegen ist jetzt diese ganze Aufregung da. Deswegen alle Ultragruppierungen, die sympathisieren, hängen Banner auf gegen Hopp, Hurensohn, Hopp, Fadenkreuz mit dem Kopf drin und so eine Scheiße. Das ist der Grund. Nichts anderes. Und der Grund, sind wir mal ehrlich, ist lächerlich. Wie ich schon sagte, meine Meinung habe ich im Kommentar geschrieben. Könnt ihr auch gerne nachlesen, aber ihr hört es ja jetzt gerade. Meine Meinung, so wie es auch bei uns war. Wenn da Fans, ob das jetzt Dortmunder, das war nun mal Dortmunder, wenn die Dortmunder Fans da hinfahren, ja, und da 20, 25, 50 Leute meinen, sie sprechen dafür die ganze Kurve und die ganze Kurve, ja, wehrt sich nicht dagegen, ja, akzeptiert das so, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man eine Kollektivstrafe bekommt. Klar ist das scheiße, ja, dass da jetzt 2 Jahre keine Fans hin dürfen, aber Leute, da müsst ihr euch nicht wundern. Ich denke, so viel Zivilcourage kann man haben, um da ja, geschlossen da hinzugehen und sagen, nimm den scheiß Banner ab oder man nimmt ihn selber ab. Klar bedarf das einer Koordination. Man kann natürlich auch andere Zeichen setzen, indem man die Kurve verlassen hätte, so wie ich das bei uns auch
gesagt habe. Und dann hätte es mit Sicherheit auch keine Kollektivstrafe gegeben, weil dann hätte der Teil da alleine gestanden. Und von dem Teil hätte es dann mit Sicherheit auch ein Video gegeben. Und man hätte dann nur diese Leute ausgesperrt. Dass man das nicht tut, ja, diese Leute sind halt feige, Leute. Mal ganz ehrlich, die Ultras sind feige. Die verstecken sich in der Kurve und hissen dann Banner, sonst irgendwas. Vermummen sich, wenn sie irgendwo rumrennen. Ja, die sind einfach feige, Leute. Das sind Leute, die keine Eier haben. Die stellen sich nicht dahin und sagen, das ist meine Meinung, dazu stehe ich, und zeigen sich sonst irgendwas. Nein, sie verstecken sich in der Kurve und ziehen dadurch alle anderen Fans mit rein. Und das ist das Traurige und das ist das, wofür ich mich geschämt habe, auch bei uns. Ja? Dass die Leute das halt einfach hingenommen haben. Die standen mit in der Kurve, man hat es gesehen bei Nahaufnahmen, und haben das einfach hingenommen. Und das ist für mich keine Alternative. Das ist für mich halt, das ist aber ein gesellschaftliches Problem. Das ist, ja, dieses Akzeptieren, dieses, ja, ich weiß ja nicht, ist mir ja egal. Ne? Ich stelle mich da, also keine Meinung, keine, gar nichts. Ja, und das ist das traurige Bild. Meine Meinung dazu. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Stellungnahme ein. Ja. Also erstmal, der Club Nummer 12 versteht sich halt so als Dachverband der Fanclubs, ja, so ein bisschen. Sie distanzieren sich davon, 120. Geburtstag ist leider komplett untergegangen, ja, traurigerweise. Es ist nur noch das Gesprächsthema, selbst die Leistung unserer Mannschaft ist komplett untergegangen, die wirklich mega, mega stark war, muss man mal ganz klar sagen, gerade nach dem Champions-League-Spiel. Ja. Ich bin dabei, dass es übertrieben ist, wie es hier geschrieben wird. Die anschließenden Reaktionen, hässliche Fratze, Fußball, Tag X und so weiter, sind allerdings übertrieben und unglaubwürdig. Unglaubwürdig bin ich nicht dabei, dass es irgendwo übertrieben ist. Ja, dass man hier, wie es jetzt hier steht, bei fast jedem Spiel in der Bundesliga, bla bla bla, dass man nicht mehr BVB, Hurensöhne, Blasöls, Timo Werner, Hurensohn und so ein Scheiß. Dass, wenn ich in der Kurve stehe, dass ich da beleidigend werde zum Schiedsrichter, sonst irgendwas. Ja, völlig normal, Leute. Es ist Fußball, so war Fußball. Fußball ist Emotion. Das ist immer so. Das ist dann auch nicht irgendwo so gemeint, wie man es dann in dem Moment sagt. Genauso ist es nicht so gemeint, wenn man singt BVB-Hurensöhne, dass man meint, alle BVB da sind Hurensöhne. Ja? Das ist halt einfach ein Gesang, Leute. Ja? Das ist nicht so, wie es da, als wenn da Leute ihren Banner hissen und da raufschreiben, Klopp, Feindbild, Hurensohn. Kopf mit Fadenkreuz drauf und dann, nein, das bedeutet nicht, dass wir ihm den Tod wünschen, das bedeutet einfach nur, ja, dass wir ihn nicht mögen. Leute, diese Argumentation alleine ist lächerlich. Ja, ich finde schon, dass man das trennen muss, ja. Es geht nicht darum, dass man nicht beleidigend sein darf, sein kann, gerade im Fußball, ja. Dass man aber Woche für Woche eine Person, ja, wie soll man das nennen? Mobben? Ich weiß nicht, wie soll man das nennen, Leute? Womit soll man das vergleichen? Ja, es ist schon irgendwo eine Art Mobbing, oder? Ich weiß nicht, wie man das vergleichen soll. Für mich sind das zwei Paar Schuhe, ja? Ich finde das halt heuchlerisch, jetzt auch vom Club Nummer 12, von allen anderen jetzt zu sagen, ach ja, darf man da nicht mehr Hurensöhne singen, wird dann das Spiel unterbrochen, Blasels. Weißt du, das sind jetzt wieder so die Aussagen, wo man halt keine Kante zeigt, ja. Man sagt hier, man distanziert sich davon, ich weiß, dass die mit der Schickeria zusammen und Blasels, ja, unsere Untergruppierung, ja, der Club Nummer 12 zeigt da keine Eier, Leute. Ja, er stellt sich jetzt dahin und sagt, ja, wir distanzieren uns davon, wir haben damit nichts zu tun. Ja, es war scheiße, dass die das gemacht haben, aber bla 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 bla, darf man das jetzt nicht mehr? Das ist ja übertrieben, das ist ja lächerlich, bla bla bla. Nee, ist es nicht, Leute. Es ist lächerlich, diese Vergleiche anzubringen. Es ist kein Vergleich, ob man in der Kurve steht und Hurensöhne singt, BVB oder Timo Werner Hurensohn oder sowas. Oder wenn man da überall Banner hochhält, die für die ganze Kurve sprechen, ja, für die ganzen 1000 Menschen, die in der Kurve stehen. Ja, mit Feindbild, Hopp, mit Hurensohn, mit was weiß ich was. Wie gesagt, man kann diese Sachen vernünftig ausdrücken. Ja, man muss das nicht so in dieser Art und Weise machen. Dann sagt doch da kein Mensch da was gegen. Man kann doch seine Meinung äußern. Man kann auch sympathisieren mit anderen Ultrabewegungen. Gar kein Problem. Aber warum muss man das so äußern?
Warum muss man sich da hinstellen und das so äußern? Und diese Leute wussten genau, was passiert. Die wussten genau, wie die Vorgaben sind. Die wussten genau, dass das Spiel unterbrochen wird. Die wussten genau, dass wenn es nochmal hochgehalten wird, das Spiel abgebrochen wird. Das wussten diese Leute. Die haben das kalkuliert, dass es genau darauf kommt. Die wollten genau das erreichen. Und das hat nichts mit Ultrasein zu tun. Nichts damit zu tun, den Verein zu unterstützen. Das war einfach, ja, kalkuliert. Und den Verein zu schaden. Und man hat den Verein damit geschadet. Man stellt da eine Solidarität mit irgendeiner Gruppierung, die sich halt wie Arschlöcher verhalten haben, dafür eine Strafe bekommen hat, stellt man über dem Wohl des Vereins. Ja. Wie gesagt, man hätte ein ganz normales Spruchband da bringen können. Ja. Das hätte man 90 Minuten hochhalten können. Das hätte wahrscheinlich mehr Größe, mehr gezeigt, wie diese Scheißaktion, wo sich jeder dran beteiligt, weil irgendeiner sagt, ja, wir nennen den jetzt überall Hurensohn und ihr müsst alle mitmachen, ja, weil ihr seid alle Ultras, ihr müsst alle mitmachen. Alter, was ist das für eine Einstellung? Boah, fällt mir nicht so ein. Wie gesagt, ich bin immer ein Mensch, der offen seine Meinung sagt, der auch mal beleidigend wird, ja, dann entschuldige ich mich, aber den Menschen da jetzt so als Feindbild hinzustellen, ist halt einfach ein Witz. Und wenn man das macht, ja, dann macht es kritisch, ja, aber ohne Beleidigung, ohne ausfallen zu werden. Und ja, dann kann doch auch kein Mensch was dagegen sagen. Ja. Das, was jetzt gerade passiert, ist doch lächerlich, Leute. Es ist lächerlich. Ihr merkt, es läuft daraus hinaus, so wie der Club Nummer 12 sich auch da rumeiert. Ja, dann darf man jetzt nicht mehr das singen, darf man sich nicht mehr so verhalten, wird dann jetzt immer das Spiel unterbrochen. Blasels. Ja, lächerlich. Absolut, absolut lächerlich. Und wie gesagt, diese Stellungnahme ist hier teilweise halt auch einfach ein Witz. Die anschließende Reaktion, hässliche Fratze des Fußballs, Tag X und so weiter. Ganz ehrlich, ich fand's gut. Ich fand's gut, dass es, ich hätte das Spiel sogar abgebrochen. Ja, habe ich ja schon in dem ersten Video gesagt. Man muss dagegen was tun. Man muss gegen diese Gesellschaft was tun. Klar, dass das jetzt das verkehrte Zeichen ist, weil es um Herrn Hopp ging, bin ich bei euch. Interessanter wäre es gewesen, so wie es ja hier auch stand, mit dem Rassismus-Skandal auf Schalke und in Münster. Da wäre mit Sicherheit das bessere Zeichen gewesen, gar keine Frage. Wie ich aber auch schon im Kommentar schrieb, ja, wäre es in Münster so ein Zeichen gewesen. Wen hätte das interessiert, Leute? Das wäre einmal irgendwo in einem Bild gestanden, das hätte einmal irgendwie 2 Stunden Gesprächsstoff gesorgt und dann hätte es keine Sau interessiert. Erstens ist es dritte Liga, es interessiert keinen, es kriegt keiner mit. Es ist doch viel effektiver, viel reichweitender, so wie es jetzt nun mal jetzt passiert ist, wenn das bei einem FC Bayern Spiel passiert. Selbst wenn das auf Schalke passiert wäre, ja, wäre es auch irgendwo eine Reichweite gewesen, aber lange nicht diese Reichweite, wie es jetzt beim Bayern Spiel ist. Und von daher kann ich das schon irgendwo nachvollziehen, dass der DFB dann diese Plattform nutzt. Wenn es dann daraus das entsteht, was hier dann auch drin steht, dass es in Zukunft dann bei solchen Sachen auch so gehandhabt wird, ja, hat es was Gutes. Es hat aber auch was Gutes, dass dadurch das Dingen, ja, das Dingen jetzt angeprangert wird, ja. Das muss man auch mal sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich sehe jetzt erst hier ist Bayern Talk, hier ist Kai Privat, Leute. Geil, ist egal, lasse ich jetzt so, ja. Spielt ja jetzt auch keine Rolle. Ja, der FC Bayern bietet nun mal eine andere Reichweite, ja. Das ist nun mal Fakt. Klar, wäre es schlauer gewesen, das auf Schalke zu machen. Wie gesagt, in Münster sehe ich nicht so, das hätte gar keine Reichweite gehabt. Auf Schalke hätte es auch eine Reichweite gehabt. Jetzt nicht ganz so eine Reichweite wie bei den Bayern, aber definitiv auch eine Reichweite. Keine Frage. Das wäre das schlauere Szenario gewesen, ja. Da bin ich bei euch. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nun mal angesprochen und ja. Ich finde es halt schade. Ja, es wird nicht so verallgemeinert, aber es werden jetzt auch alle Ultras verallgemeinert. Wie gesagt, ich glaube noch nicht mal, dass da alle Ultras hinterstehen. Ich glaube auch, dass viele gar nicht wissen, warum, wieso, weshalb sie da irgendwie was hochgehalten haben. Ist traurig, aber es wird so sein. Das ist immer so, dass es so diese Leute gibt, die das gar nicht nachfragen, die es gar nicht interessiert, die einfach da zu der Sache und stehen dahinter und machen das halt einfach mit.
Wie gesagt, jetzt hier dieser Hinweis, auch die persönliche Meinungsäußerung vieler Stadionbesucher, bla 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 bla. Wie gesagt, es sind völlig zwei Paar Schuhe, Alter. Völlig zwei Paar Schuhe. Und dass sich hier so ein Club Nummer 12 hinstellt und so argumentiert, finde ich armselig. Ja, dann schreiben sie wieder, das ist selbstverständlich kein Freifahrtschein für Beleidigungen aller Art, aber eben wichtig für die Gesamtbetrachtung. Nee, eben ist es gar nicht wichtig für die Gesamtbetrachtung, weil es geht nicht um diese Beleidigung, es geht um die Beleidigung gegen einzelne Menschen oder Rassismus, so eine Sache. Das hat doch nichts damit zu tun, dass man Fangesänge macht mit Hurensöhnen. Vor allem hauen sie erst so einen Satz raus und dann widersprechen sie sich gleichzeitig einen Absatz später wieder, um sich immer so, sie positionieren sich einfach nicht, ja? Das ist, was ich kritisiere am Club Nummer 12. Er positioniert sich nicht. Er sucht schön den Mittelweg, ich gebe mal da ein bisschen Zucker, so dass ich halte ich mal alle Richtungen auf. Bezieht doch mal Stellung, Alter. Ihr seid das Oberhaupt aller Fanclubs, bezieht doch mal klar Stellung gegen so eine Scheiße, Alter. Bezieht doch mal Stellung gegen die Ultras, aber das traut ihr euch auch nicht. Leute, das ist ein Witz. Das ist ein Witz, diese Stellungnahme. In großen Teilen ist das ein Witz. Verstehe ich nicht. Ja, wie Sie hier schreiben, gerade in der letzten Woche hätte es genug. Rassistische, sexische Vorfälle, bla 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 bla. Bin ich ganz bei euch. Wie gesagt, auf Schalke hätte das mit Sicherheit auch hohe Wellen geschlagen. In Münster hätte das keine Sau interessiert. Das braucht ihr gar nicht aufführen. Da müsst ihr euch auch nicht lächerlich machen. Das wisst ihr selber. Ja. Wenn es dann aber um ein Metzen, bla 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 bla, ja, finanziell starker Partner. Ja, Geld regiert die Welt, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Klar spielt das mit Sicherheit irgendwo eine Rolle beim DFB, dass man da jetzt sagt, oh nee, jetzt ist aber ein Maß erreicht. Aber nochmal, wenn das Geld da die Rolle spielt, wenn der Herr Hopp da die Rolle spielt, damit dagegen vorgegangen wird, dass es dann in Zukunft dadurch dann auch rassistische und homophobe und so weiter Sachen nicht mehr geschehen. Ja, dann ist es doch gut. Ja, dann hat es doch seinen Sinn. Meinst du, den DFB würde irgendwo vorgehen, wenn es da, wie er schon schreibt, wenn es nicht darum geht, wenn es nicht um so einen Typen geht, der das Geld in den Arsch pudert? Nee, würde es keine Sau interessieren. Ja, das ist nun mal Fakt. Aber es ist doch gut, dass es jetzt interessiert, weil dadurch auch diese anderen Sachen, wie ihr selber schreibt, dadurch auch ins Rampenlicht rücken, was niemals ins Rampenlicht gerückt ist. Es gab immer Affenlaute. In Italien ist das gang und gäbe, Leute. Im Europapokal ist das gang und gäbe. Und das sind Sachen, die nicht gehen. Und wenn diese Sachen jetzt die Aufmerksamkeit bekommen, weil ein Herr Hopp angefeindet wird, weil er nun mal der ist, der das Geld hat, ja, ist doch super. Endlich passiert doch was. Aber ihr stellt euch doch auch nicht, ihr habt euch doch vorher auch nicht da irgendeine Stellungnahme zugegeben. Habt ihr eine Stellungnahme rausgehauen zu irgendwelchen Sachen auf Schalke oder sonst irgendwas? Dass ihr euch davon distanziert oder sonst irgendeinen Scheiß? Nee, das hat doch keine Sau interessiert. Das interessiert euch auch erst jetzt. Und jetzt haut ihr so einen schwammigen Scheiß da raus. Wie, ja, ja, wir können ja alles verstehen, aber jetzt darf man ja nicht mehr singen, jetzt darf man nicht mehr das. Alter, es ist doch lächerlich. Ich vergleiche die Äpfel mit Bieren, ey. Junge, ich bin Mitglied bei euch. Und das ist ein Trauerspiel gerade, was ich hier lese. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Ihr habt keine Eier, ihr habt keine klare Meinung zu der Sache. Ja, wir distanzieren uns davon. Wir waren das nicht. Ja, aber eigentlich finden wir es scheiße. Aber eigentlich finden wir es auch nicht so scheiße, weil, ja, dann darf man jetzt nicht mehr singen, Beleidigung. Und ja, man hätte das besser da und da machen können. Boah, Leute, das hat nichts mit einer klaren Meinung zu tun. Ja, es ist eure Stellungnahme, ja. Super. Habe ich verstanden. Die Stellungnahme ist in meinen Augen ist ein Witz, ja. Ist so. Ihr habt in einigen Punkten recht, da habe ich ja, wie gesagt, bin jetzt auf die Punkte eingegangen. Ist auch nur meine Meinung, ja. Das ist meine Meinung, ich hätte mir da eine klarere Kante gewünscht, die es halt einfach nicht gibt, ja. Und zu dieser Ultra-Geschichte, ich habe nichts gegen Ultras, ja. Ich war selber früher, wo es noch keine Ultras gab, selber gut drauf, was das anbelangt, aber was heutzutage abgeht, geht irgendwo zu weit, Leute. Bin ich, muss ich ganz klar sagen. Auch hier nochmal an den Club Nummer 12, ja, und an alle Fanclubs. Ich wollte da ja mal ein Video zu machen, warum aus meiner Sicht die Stimmung so scheiße ist in München, ja. Was sie nun mal ist im Gegensatz zu Dortmund oder sonst wo, da müssen wir uns nichts vormachen. Warum ist das so? Ja, ich war oft genug in den letzten Jahren in der Südkurve. Ich meine, mittlerweile gibt es erstmal wieder eine Südkurve, ja. Wieder mit mehr Stehplätzen gab es vorher nicht. Trotzdem hast du immer noch diese verkackte Nordkurve mit den Stehplätzen. Ja, wie ich auch im Kommentar schrieb, du hast dann da vielleicht 50 Ultras, drei Vorsänger, die geben vor, was gesungen wird, und
80% von den Bayern-Fans, die aus irgendwelchen Fanclubs da anreisen, ja, die wissen gar nicht, was da gesungen wird. Die können gar nicht mitsingen. Das würden sie wollten. Die haben gar keine Ahnung von Liedern, die da gesungen werden. Dann hast du ab und zu mal welche, die eine kleine Gruppe sind, ja, die dann versuchen, irgendwas anzustimmen, die werden direkt niedergemacht. Ja, die werden direkt abgewürgt. Und es bleibt nur der Fakt, du singst entweder mit, was die dir vorgeben, oder du singst halt gar nicht mit. Ja, das sind so die beiden Sachen, die du hast. Und in München ist es dann so echt das gefühlt, ja, mindestens 60-70% der Südkurve einfach nur rumstehen. Ja. Klar, wenn Tor fällt, dann jubeln alle, dann wenn mal Super Bayern, so, das können alle, das wird dann auch mal mitgesungen. Ja, dann ist die Südkurve voll da. Aber ansonsten ist es nur dieser kleine Teil. Ja. Es ist nur dieser kleine Teil, der da Gas gibt. Das muss man denen natürlich zugute halten. Auf der anderen Seite könnte man das halt einfach viel besser organisieren, viel besser gestalten. Es gab früher auch keine Ultras. Zu meiner Anführungsstrichen wilden Zeit gab es keine Ultras. Ja, da bist du in eine Kurve gegangen, da hast du, wenn du eine kleine Gruppe warst, hast du die Lieder angestimmt und die Kurve hat mitgesungen. Und da haben alle mitgesungen. Da hast du nicht irgendwelche, Lieder gesungen, die irgendwie nur ein Bruchteil der Kurve kannte. Ja, das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit in München. Ja, das Einzige, was klappt auch mit der Nordkurve dann zusammen, ist dieses Bayern-Bayern. So, das passiert zweimal im Spiel. Ansonsten steht 60-70% der Südkurve einfach nur rum und singt nicht mit. Ja, und das ist traurig, Leute. Das ist traurig. Und da würde ich mir halt einfach auch vom Club Nummer 12 mal ein bisschen Initiative wünschen. Ja? Auch gerade, was dann so die Nordkurve anbelangt, weil von da hörst du gar nichts. Und deswegen ist so die Stimmung so semi-geil bei uns. Ja? Das muss man mal ganz klar so sagen. Und ich finde auch, dass man sich da auch von den Ultras ein bisschen auf der Nase rumtanzen lässt. Ist meine Meinung. Wie gesagt, Ultras tun auch einiges Gutes, aber was aktuell abgeht, ja, geht nicht. Und wie ich schon sagte, wenn dadurch jetzt durch die Hop-Geschichte halt der Fokus auch auf diese rassistischen Dinge gelangt, ist doch alles gut, hat es doch seinen Sinn erfüllt. Aber man muss doch jetzt nicht hingehen und sagen, ja, aber dann darf man das und das nicht mehr singen und Blasülz. Klar, wenn der DFB jetzt so ein Fass aufmacht und das dann so machen würde, ja, dann brauchen wir nicht weiterreden. Dann ist der Fußball durch, ja. Dann ist der Fußball tot, Alter. Dann sind Emotionen raus, dann kannst du, ja. Dann ist Fußball in Deutschland durch. Da müssen wir uns nichts vormachen. Von daher glaube ich das nicht. Wie gesagt, ich sehe, dass das zwei Paar Schuhe sind. Und diese Diskussion überhaupt erst aufzumachen jetzt, ist halt einfach irgendwo lächerlich. Und wie gesagt, es kann doch auch jeder seine Meinung äußern. Man kann doch auch sympathisieren, wäre doch alles gut gewesen. Aber man hätte das doch in einem vernünftigen Ton machen können. Wer hätte dann was dagegen sagen sollen? Ja? Und dann wäre es mit Sicherheit auch im Fernsehen zu sehen gewesen, wenn man da einen vernünftigen Ton anbringt und das kritisiert. Und das in allen Stadien, meinetwegen zur selben Zeit, so wie es schon mal war. Ja? Zur 30. Minute, bäm, alle heben den gleichen Banner hoch mit einem vernünftigen, kritischen Satz. Das wäre doch viel effektiver gewesen als sowas jetzt. Sowas wird man jetzt in der Luft zerrissen, es wird draufgehauen auf die Ultras, was sie definitiv verdient haben, ja, um das mal ganz klar zu sagen. Aber sowas wäre doch viel effektiver gewesen, Leute. Ja, es hätte nicht diesen Aufschrei gegeben, den es jetzt gibt, aber dieser Aufschrei geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Dieser Aufschrei geht doch jetzt nicht auf das Thema Kollektivstrafen. Ja, das spielt doch gar keine Rolle mehr. Das spielt gar keine Rolle. Ja, das, was damit erreicht werden sollte, dass man jetzt den Klopp irgendwie, den Klopp sag ich schon, den Hopp, die ganze Zeit jetzt irgendwie mobbt, sonst irgendwas, was soll das bringen gegen das Thema Kollektivstrafen, Leute? Gar nichts. Und das Thema Kollektivstrafen wird die nächsten Tage komplett untergehen. Es ist jetzt schon komplett untergegangen. Ja, ihr habt damit absolut das Gegenteil erreicht. Wirklich das Gegenteil. Es geht nur noch darum, diese Beleidigungssache. Es geht nicht um die Kollektivstrafen. Von daher war das ein Schuss in den Ofen, Leute. Und dieser Schuss in den Ofen auf Kosten unseres Clubs, ja, um das mal ganz klar zu sagen, auf Kosten unseres Clubs. Ihr habt unseren Club heute oder gestern
in einem Licht erscheinen lassen. Das geht nicht. Wo ich, wie ich gesagt habe, mich dafür geschämt habe, ein Bayern-Fan zu sein. Und ja, das ist meine Aussage dazu. Und hier zum Club Nummer 12. Wie gesagt, ich unterstütze sie gerne, die Jungs. Die machen viel, gerade mit Choreo und sowas. Ich würde mir aber wünschen, dass man da, wenn man schon eine Stellungnahme raushaut, ja, dass man dann noch irgendwo Kante zeigt. Und das ist hier nicht passiert. Ja, irgendwo kann ich es verstehen, weil man hat ja schon breit gefächerte Interessen und so. Man möchte da jetzt auch sich nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen. Aber ich finde schon, dass man sich da ganz klar hätte distanzieren müssen. Ganz klar auch gegen die Ultras eine Ansage hätte machen müssen. Das haben sie halt nicht getan. Ja, wahrscheinlich, weil die Ultras halt auch mit verflechtet sind hin und her. Und das finde ich ein bisschen schade. Man hat hier einen Satz halt reingeschrieben. Ja, wir distanzieren uns davon, Blasewitz. Und ja. Also ich als Bayern-Fan kann diese Stellungnahme so nicht hinnehmen und deswegen dieses Video, ja. Weil ich sehe das halt einfach ein bisschen anders und ich habe euch das jetzt hier nochmal versucht rüberzubringen. Man muss meine Meinung nicht teilen, ja. Jeder sieht das anders, aber ganz klar, für mich sind das zwei Paar Schuhe, ob man jetzt irgendwelche Lieder singt, ob man im Stadion mal beleidigend wird, ja, weil das aus der Emotion heraus ist, oder ob man geplant eine Person jeden Spieltag in allen Stadien koordiniert an den Pranger stellt, anstatt die Sache an sich zu kritisieren. Und die Sache, eigentlich geht die Kritik gegen den DFB durch die Kollektivstrafe. Auch da habe ich meine Meinung zu, die muss man nicht teilen, ja, keine Frage. Und ja, man hätte das Ganze, wie ich schon sagte, mit vernünftigen, kritischen Worten bedenken können, die man gleichzeitig in allen Stadien gezeigt hätte. Ich denke, das hätte eine viel größere Reichweite gehabt und hätte auch die Unterstützung von normalen Fans gebracht, ja, die Unterstützung jetzt komplett weg ist. Weil es kann, oder in meinen Augen, ja, es ist ein Trauerspiel, das Ultras, wie ich schon sagte, eingangs, die Ultrasache, da passt halt der Kommentar, wie heißt er hier? Mein Schwager, ich weiß nicht, wie er heißt. Maxify, der Kommentar passt halt ganz gut. Die Ultras denken in erster Linie an ihre eigenen Interessen. Ja? Und das hat man ganz klar gesehen. Denen geht es nicht um das Wohl des Vereins, um das Wohl der Fanszene. Auch in dem Kommentar, wie der Chidi Bang sagte, sein Vater hat die Leute sogar darauf angesprochen und kriegt dann die Anweisung, ja, geh doch heim. Das zeigt halt, dass den Ultras die Fanszene eigentlich scheißegal ist, der Verein eigentlich scheißegal ist, dass es denen nur um ihre Selbstdarstellung geht und nur um ihre eigenen Interessen. Ja, ja, und das stellt man über das Wohl des Vereins. Und dann bin ich ganz klar bei Martin Hamel. Das lese ich gerne nochmal vor. Schmeißt diese Vollidioten aus dem Verein. Mobbing ist im Volkssport in unserer Gesellschaft geworden. Harte Strafen gegen diese Idioten. Ich habe geheult an unseren Präsidenten. Kündigt den Arschlöchern die Mitgliedschaft und verhängt lebenslanges Stadionverbot. Hass ist keine Lösung. Toll, das spiegelt das komplett wider. Diese Leute haben kein Interesse oder stellen nicht den Verein in den Vordergrund oder haben kein Interesse an dem Rest der Fanszene. Die ziehen ihr Ding durch, ihre Interessen. Und genau sollte man da so handeln. Ich hoffe, da die Sache im Vorfeld bekannt war, es wurde aufgenommen per Videobeweis, per Video. Ich hoffe, dass sie die Leute kriegen. Ja, ja, und wie gesagt, haut die Leute raus. Ohne Scheiß. Wie ihr schreibt, schmeißt sie aus dem Verein raus. Die Leute haben nichts mit dem normalen Fansein zu tun. Die haben auch gar nicht das Herzblut, was andere haben, weil dann würde man so eine Aktion nicht machen. Mir hat das Herz geblutet, wo ich das gesehen habe, ja. Dass dadurch sowas entstanden ist, dass 15 Minuten der Ball da hin und her geschoben wurde. Hat mir das Herz geblutet, ich habe mich geschämt und so wird es nicht nur mir gegangen sein. Und ja,
es reicht. Es muss jetzt ein Schlussstrich gezogen werden und ganz klar hier nochmal die Ansage auch an Club Nummer 12. Leute, das ist keine Stellungnahme, das ist Wischiwaschi. Ihr hättet da ganz klar Stellung beziehen sollen, dass es reicht, ja, dass ihr euch mal gegen die Ultras stellt. Die Ultras ist eine kleine Gruppierung. Ihr seid das Oberhaupt aller Fanclubs. Ich denke, dass ihr schon eine gewisse Macht dann auch habt, um da ein Vakuum zu füllen, um dass man auch wieder Stimmung in die Kurve kriegt. Und da muss man sich nicht den Schwanz einziehen, nur weil die Ultras da 90 Minuten durchsingen. Ich denke, das würde auch anders gehen. Es ging früher anders. Warum sollte es heute nicht gehen? Und ja, in meinen Augen Wischiwaschi-Stellungnahme. Ich hoffe, da kommt noch mal was die Tage. Ich denke, das Thema wird uns noch beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Thema noch mal was sagen werde. Meine Meinung steht dazu. Sollte klar der DFB jetzt da irgendwie anfangen, auch dieses Wischiwaschi zu machen und zu sagen, ja, man darf jetzt nicht mehr hier Hurensöhne singen und dann wird das Spiel unterbrochen. Ja, wenn das kommen sollte, dann mache ich gerne noch mal ein Video, weil dann wird's... Dann wird es richtig lächerlich, dann geht der Fußball hier zugrunde in unserem Land, das muss man auch mal klar sagen. Aber man muss da halt einfach differenzieren. Ne? Gut, ich bedanke mich für alle, die sich das hier noch reingezogen haben, die meine Meinung da hören wollen. Ob ihr sie teilt oder nicht, wie gesagt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Ihr müsst meine Meinung nicht teilen, gar keine Frage, das ist nur meine persönliche Meinung. Aber die wollte ich nichtsdestotrotz kundtun, weil ich mich mit dieser Stellungnahme vom Club Nummer 12, wo ich wie gesagt seit sehr, sehr vielen Jahren Mitglied bin, nicht teile und da meine eigene Stellungnahme, Meinung dazu äußern wollte. In diesem Sinne, haut rein, Leute, bis demnächst.